Hallo, mein Name ist Inga Wingerova. Ich bin Sängerin und Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Und heute wird es spannend. Ich möchte über meine erste Begegnung mit einer echten Hexe erzählen. Die Geschichte ist wahr, die habe ich selber erlebt und sogar in einem ziemlich jungen Alter. Das war in Rostov, das ist in der Nähe vom Schwarzen Meer in Russland. Ich war 15, 15,5 oder so und wollte eigentlich schon gleich Musik studieren gehen. Als meine Großmutter gesagt hat, wie unverschämt, du hast eine große Familie zu ernähren und damals gab es kein Fleisch zu kaufen. Und dann dachte ich mir, okay, ran an die Buletten, im direkten Sinne des Wortes. Und so landete ich als Lehrling in unserem heimischen Schlachthof. Und ich musste da mit einem sehr scharfen Messer praktisch Fleisch schneiden, portionieren und so Sachen machen. Und eines Tages, dadurch, dass wir immer schneller und immer effektiver arbeiten mussten. Außerdem musste man natürlich auch was nach Hause nehmen und das alles unauffällig, habe ich mich eines Tages geschnitten, also richtig in die Hand. So, weiß nicht mehr so genau wohin. Auf jeden Fall, nach 3 Tagen hat sich das Ganze so entzündet, dass ich offene Stellen an meinen Händen bekommen habe. Ich war 15, in Pubertät. Männer haben angefangen, mich anzubaggern. Ich war hübsch und ich konnte in keinen Bus rein. Ich konnte nirgendwo hin. Ärzte haben mir irgendwelche Salben verschrieben. Das war, eine Salbe war mit Ichthyol oder Ichtolan. Das war eine stinkende Salbe. Wenn jemand die kennt, dann wissen sie, wovon ich rede. Also ich könnte eigentlich nirgendwo in der Öffentlichkeit auftauchen. Am Anfang war das lustig und sehr, sehr bald habe ich nach dem 10. Arzt, der mir auch noch gesagt hat, die Medizin kann ihnen nicht mehr helfen, da war ich ziemlich verzweifelt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da auch geweint habe, weil ich dachte, was ist jetzt? Die Stellen waren offen, da floss so was Blutiges, so halb Blut, halb Wasser heraus. Und dann bin ich ins Personalbüro vom Schlachthof gegangen, um meine Krankschreibung abzugeben. Da saß eine ältere Frau und sie hat meine Hände angeschaut und hat gesagt, komm her, willst du eine Adresse? Ich habe, glaube ich, so laut geschrien, ja! Okay, am nächsten Tag fuhr ich in eine kleine Stadt und das war so eine kleine Siedlung und ich musste wirklich auf dem Weg dorthin zu dieser Adresse musste ich an viele Märchen denken. Es gab wirklich so einen Sumpf oder so einen Teich mit Frösche, dann gab es und dann habe ich gesehen, da steht ein kleines Haus am Rande dieser kleinen Siedlung. Und mir war klar, das ist dieses Haus. Da bin ich hin und habe geklingelt und ich muss das Haus, glaube ich, auch nicht beschreiben. Also das war wie in einem Märchen. Das war ziemlich amüsant damals für mich. Dann hat eine kleine Frau aufgemacht. Also so an ihrem Aussehen war nichts Besonderes, außer dass ihre Augen sehr, sehr leuchtend waren. Also sie hat mich durchbohrt mit ihren Augen. Und dann hat sie nur gefragt, hast du die Butter mitgebracht? Und damals, das war noch vor der Perestroika,
Die Butter gab es genauso selten zu kaufen wie wahrscheinlich Astronauten essen. Also fast nie. Und auf dem schwarzen Markt konnte man die Butter aber kaufen. Und ich habe dann ihr das Stückchen Butter aus dem Schwarzmarkt gegeben. Und sie hat gesagt, ich kann dir nicht garantieren, dass ich dir helfen kann. Ich versuch's. Du darfst nicht zuschauen. Wenn du zuschaust, wird nicht helfen. Geh weg, amüsiere dich hier in der Gegend, komme in 2 Stunden wieder. Okay. Dann bin ich raus, dann bin ich zum Teich, ein bisschen spazieren gegangen. Es wurde schon langsam dunkel und da war interessanterweise auch Vollmond. Also das war alles, war ein bisschen. Ich war schon froh, wenn die 2 Stunden vorbei waren, weil das war alles schon langsam wirklich wie in einem Märchen. Dann bin ich wieder zu dieser Frau. Sie hat mir diese Dose gegeben mit der Salbe. Das war meine Butter, aber mit kleinen schwarzen Punkten irgendwie in dieser Konsistenz. Sie hat gesagt, das nimmst du. Schmierst heute vor dem Schlafengehen auf deine Hände und entweder hilft es über Nacht oder es hilft nicht. Und bitte berichte mir, ob es dir geholfen hat. Dann habe ich natürlich sie bedankt, dann bin ich nach Hause, habe meine Hände zu Hause angekommen, habe ich das gleich gemacht mit der Salbe und einfach ins Bett gefallen. Ich war natürlich völlig erschöpft. Das war eine lange Reise. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht, habe geschrien vor Glück. Meine Hände, meine Wunden waren zu. Über Nacht. Das war eine Wunderheilung. Ich kann das nicht erklären. Ich war so glücklich. Natürlich waren die Wunden nicht ganz zu, aber die waren trocken und es kam nichts mehr aus diesen Wunden heraus. Und nach 2 Tagen war alles, hat sich alles zugezogen, gab es keine Wunden, keine offenen Stellen und es hat sich abgeheilt nach 3 Tagen. Es war sehr, sehr schnell. Ich war so glücklich und das war eine Erfahrung, die mein Leben ziemlich geprägt hat. Ich wusste, an dem Moment, seit dem Tag wusste ich, dass es viel mehr gibt auf dieser Welt, als wir denken. Und dass eine Wunderheilung auch möglich ist. Und auch, dass es sehr starke, gute Heiler sind. Und das sind richtige Heiler, die nicht irgendwo stehen und schreien, ich bin ein toller Heiler, ich kann alles, sondern das sind Menschen, die irgendwo im Hintergrund laufen, arbeiten, die ihre Kraft bewusst sind, die nach Empfehlung also praktisch Menschen werden hingeführt irgendwie. Und diese Menschen geben ihr Wissen nur an ihre Familie weiter. Dieses Wissen ist normalerweise nicht zugänglich. Das sind Kanäle, das sind ganze Generationen. Bei manchen sind das wahrscheinlich Kanäle, die bis zum Mittelalter ihren Ursprung finden. Das heißt, das ist ein sehr altes Wissen. Und das sind echte Heiler. Wenn Sie so jemanden finden, dann sind Sie ein sehr glücklicher Mensch. Leider war ich in Pubertät nicht so dankbar und habe mich nicht bedankt. Ich bereue das bis heute noch und ich hoffe, dass sie mich hört, auch wenn sie nicht mehr lebt. Ich danke sehr, so sehr für diese Heilung. So, das war meine wahre Geschichte, meine wahre Begegnung mit einer echten Kräuterhexe. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Video.